Hi, und da sind wir wieder bei Outlast und wir sind ja beim letzten Mal hier stehen geblieben. Jetzt ist das schon wieder ein bisschen her. Ich muss mal eben. Genau, da sollten wir nicht lang gehen, die Geschichte. Also hier rum. Ich weiß noch. Ja, genau. Das ist ja immer bei den Safe Games, dass der ein Stückchen weiter hinten ist. Genau, an der Stelle haben wir hier beim letzten Mal aufgehört. Okay. Ja. Durch, ne? Jetzt sind wir schon mal hoch. Batterien haben wir jetzt auch nicht mehr so viele am Start. Okay, jetzt sind. Shit. Ah, doch, da jetzt. Hallo? Und wir müssen halt immer noch dran denken, dass eigentlich hier Fetti noch hinter uns her ist. Oh, ganz schön tief. Ich bleib mal am Rand. Ah? Egal, nicht so lange mit aufhalten mit ihren Scheißen, die einfach von der Decke fällt. Okay. Oh oh. Das klang nach Fetti. Auf jeden Fall jemand laufen oder so. Ich wechsle mal schnell die Batterien. Oh oh. Die Kette. Wo? Problem ist, man muss ihn orten, als rennt sie ihm quasi direkt in die Arme. Wieder Bock drauf. Da jetzt noch. Oh Gott. Ja, oder hat der Dicke da nicht auch, oder? Egal, ich will mich ausprobieren. Ich glaube, ich muss nachher mal V-Sync anmachen. Ich habe hier Störungen im Bild. Wow! Wer seid ihr denn? Komische Motherfuckers. Alter, die jagen mich hier aber in den ersten Minuten schon wieder hier. Meine Fresse. Ich gehe noch mal kurz. Oh shit, ey, ich brauche Batterien, ne? Egal. Und da war ich gerade oben. Oder sagen wir mal ein Stückchen weiter oben. Da jagen nämlich ja schon wieder runter. Das ist unfassbar. Okay, kommt hier wieder. Alter, ich bin da gerade durch, voll der Dampf. Kann ich jetzt nicht mehr zurück oder was? Nee. Shit.
Ja, das ist ja geschickt jetzt. Da hat es jetzt gedampft. Okay. Mal gucken, ob hier hinten noch was ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir wurden wieder alle reingeschmissen. Okay, Männertrakt. Da war ich das Hauptgeschoss der Männerstation. Nicht lang, aber wir können jetzt jawoll da rein. Oh mein Gott. Das kann ja eh nicht gut enden. Oh mein Gott. Oh ne. Licht hier raus. Alter, was ist hier alles passiert, ey? Ja, das ist, nächste passiert doch gleich wieder. Lässt doch bestimmt nicht lange auf sich warten. Alter. Wo poltert das da? Die Tür. Da eine Batterie. Ja. Und gibt hier keinen anderen Weg. Oh Gott. Na gut. Das sind so wie in jedem Horrorfilm, wo man immer sagt, Mädchen, geh nicht in das Maisfeld. Und hier sagt man, warum machst du die scheiß Tür auf? Ja. Damn. Mit Sicherheit nicht ohne Grund. Zu. Ah. Soul, warum bist du da rausgelaufen? Stand ich? Ja, du musst. Keine Ahnung. Oh oh. Er fängt schon so komisch an zu atmen. Ja, mal passiert ja gleich. Nicht zu vergessen, mich verfolgen anscheinend ja immer noch diese komischen Typen mit den Knüppeln. Gott, schieb! Aus Angst direkt richtig gelaufen. Und die Musik, ey.
da gehen wir schon mal nicht lang. Oh nein. Oh shit. Nam nam nam. Ja, komm. Nein. Leute, die Musik, ne? Ich bin total kirre hier. Ah, das hat wieder die Quizfrage, ne? Da lang? Diesmal eine echt kurze Folge, weil dafür brauche ich jetzt schon wieder, wie der Typ schon atmet. So atme ich hier gerade auch. Mach ein kleines Päuschen und danach sind wir wieder da. Versprochen. Haut rein.